Kila, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Layers of Fear. Gestern ist mir die Aufnahme dann doch wieder abgekackt. Wie ihr sehen könnt, sind wir ein Stück weitergekommen. Ich habe allerdings auch das Rätsel gelöst mit diesem Raum, in dem die Tür mit irgendwelchen Zahnrädern verbarrikadiert war. Man musste einfach an der Mitte an der Kette ziehen, und als wir an der Kette gezogen haben, hat das dazu geführt, dass jedes Mal irgendwo jemand geschrien hat. Und als die Tür offen war, hat das natürlich aufgehört. Ich glaube, wir fahren jetzt hier wieder nach unten. Ja, wir müssen natürlich erstmal wieder die Tür zumachen. Und ja, natürlich geht es nach unten. Wie sollte es auch anders sein? So. Ich weiß gar nicht, wo es abgestürzt ist, wenn ich ehrlich bin. Ach, wir fahren aber nur ein Stockwerk tatsächlich. Na gut. Okay. Soll mir recht sein, wenn wir nicht wieder irgendwelche gruseligen Personen sehen. Ich bin mir übrigens immer sicherer, dass es sich bei dem Bild um seine Frau handelt, beziehungsweise um diese gruselige Frau, die uns hier auch schon ein paar Mal angegriffen hat. Denn wenn man genau hinschaut, dann hat die genau dieselben Verstümmelungen wie auf dem Bild. Oh, ich krieg diese Kisten immer nicht auf. Das ist nicht zu fassen. Komm schon. Na also. Okay. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Cord ran down. Hickory dickory dock. Also mit seiner Stimme kann er auf jeden Fall in einem Gruselfilm teilnehmen, muss ich sagen. Der hat schon eine ziemlich gruselige Stimme. Aber wir scheinen hier nichts zu finden. Und es irritiert mich schon wieder, dass es hier nicht weitergeht. Das heißt, es ist wieder irgendwas los gleich. Nee, diesmal hat sich nur der Raum verändert. Was ist denn das da hinten? Es sieht wieder aus wie eine Puppe, aber in Rot. Und hier weint doch schon wieder jemand, oder? Ich habe rausgefunden, dass das Geflüster anzeigt, dass irgendwo was zum Einsammeln ist, und ich glaube, wir haben dadurch schon ein paar Sachen verpasst. Aber diesmal. You know, even though you are my rival and the source of all my sorrows, you're also the only one I can still talk to. The only one who will listen. I'm not sure if it's funny or merely pathetic. Probably both. Das ist dieser Raum, in dem diese komische Flüssigkeit war. Aber was ist dieses Rote? Das ist total verschwommen. Doch, das sieht aus wie ein Kind. Oder wie halt eine Puppe aussieht. Oh, ich will gar nicht hingehen. Aber es tut sich nichts, wenn wir hingehen. Na gut. Das Bild sieht auch seltsam aus. Das sehe ich zumindest bewusst zum ersten Mal. Oh nein, da kam doch dieses komische Geräusch her, das letzte Mal. Geh bloß weg. Sollen wir da jetzt hingehen? Das könnt ihr ja wohl vergessen. Nee. Nee. Auf gar keinen Fall, Leute. Also ich frage mich, wieso dieses ganze Anwesen mittlerweile unser Arbeitszimmer so zerstört ist. Und das ist jetzt nicht zerstört. Das soll mal einer verstehen. Hier hat irgendwie alles angefangen im Arbeitszimmer. Ab dann ging's rund, würde ich sagen.
Nee, das können wir nicht lesen. Finden wir auch nichts zum Lesen. Da ist auch nichts drin. Na gut, okay. Hier ist irgendwas. Hä? Was zum... Bin ich an dem Buch... Wo soll denn hier ein Telefon sein? Wenn ich an dem Buch ziehe, dann klingelt das Telefon. Jetzt tickt irgendwas. Aha, okay. Gut, bevor wir da reingehen, schauen wir uns erstmal hier noch um. Nicht, dass wir jetzt noch irgendwas... Oha, Weinflaschen ohne Ende. Okay, 363, gut. Was auch immer wie mit... Hier ist diese komische Flüssigkeit oder was drin. Hä? Tote Ratte, die sich wieder aufgelöst hat. Aha. Manche Gemälde spotten jeder Beschreibung, geschweige denn einer Kritik. Ein Grundwissen zum Thema ist ein absolutes Muss, wenn man auch nur versuchen will, sie zu beschreiben. Babyface ist eines dieser Gemälde. Diese Kunstanomalie zieht Zehntausende von Bewunderern des Durchschnittlichen und Sonntagskenner des Abstrakten in ihren Bann. Tatsächlich sieht es aus wie ein Resultat eines einwöchigen Kunstmarathons, bestritten von einem unausgeglichenen Maler, der in einem dunklen Keller eingeschlossen war. Von der furchtbaren Ausführung einmal abgesehen, übersteigt das Gemälde in seiner abscheulichen... Das ist das Gemälde hinter uns. Aber da ist noch keine Zahl drauf, so wie ich irgendwie... Das hier kriegen wir nicht auf. Warum nicht? Na? Nee, irgendwie kriege ich es nicht auf. Okay, 363. Babyface möchte, dass wir uns diese Zahlen merken, würde ich sagen. Talk to me! Why won't you talk to me? Aha. Okay, dann 363. Klingelt's woanders. Müssen wir jetzt wieder raus? Wahrscheinlich. Nee. Hier können wir noch aufmachen. Es kommt jetzt auf jeden Fall aus der anderen Wand. Müssen wir jetzt hier genau dasselbe machen? Irgendein Buch finden, das eine geheime Tür öffnet? Nee, glaube ich nicht. 363. Ja. Ich habe verstanden, dass es jetzt auf der anderen Seite klingelt, aber wie komme ich jetzt dahin? Ich raff's wieder nicht. Das Problem ist, wenn man nicht nah genug dran steht, wird das oft nicht angezeigt. Mit diesen Händen hier. Nee, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gerade machen soll. Wir können nicht raus. Hat's jetzt aufgehört? Nee. Hier können wir auch nichts mehr machen. Also ich bin gerade echt überfragt. Ich weiß gerade echt nicht, was wir machen sollen. Machen wir mal beide Lichter an.
ist ein echt gruseliges Bild. Können wir vielleicht da hinten ein Licht ausmachen? Sieht nicht so aus. Also ich weiß gerade echt nicht, was ich machen soll. Ich weiß auf jeden Fall, dass es auf der anderen Seite klingelt. Vielleicht können wir jetzt hier aufmachen. Nee. Nee, mal weg. Ich mach mal hier zu. Und versuche jetzt mal das oberste aufzumachen. Geht aber nicht. Hier ist auf jeden Fall auch nichts mehr zu tun. Was ist hiermit? Nein. Ich habe absolut keinen Schimmer, was ich gerade tun soll. Wirklich gar nicht. Ihr seht auch kein Buch irgendwie verdächtig aus, außer dem hier eigentlich. Aber da können wir nichts machen. Hier auch nicht. Und hier drüben eigentlich auch nicht. Was ist, wenn wir hier hochklettern? Ach so, von der Seite? Nee. Doch, eigentlich von dieser Seite. Geht nicht. Ja. Puh. Bevor ihr mir jetzt noch 20 Minuten dabei zuschaut, wie... Okay. Ich hätte einfach nach oben schauen sollen, würde ich sagen. Ja, und jetzt? Was hilft mir das jetzt? Können wir jetzt gehen? Nein. Vielleicht können wir ja an der Wand entlang gehen. Nee. Was zur Hölle wollt ihr von mir? Was zur Hölle wollt ihr, dass ich tun soll? Hier sind Türen offen. Hier steht der Flügel. Ja. Schön. Ich weiß trotzdem noch nicht, was ich jetzt machen soll. Immer noch nicht. Es hilft alles. Jetzt liegt hier eine Puppe. Das ist ja wohl jetzt nicht euer Ernst. Also irgendwie, ich bin jetzt gerade total überfragt. Wenn ich ehrlich bin. Hilft es was, wenn ich das Licht wieder ausmache? Irgendwie nicht, ne? Ich kann nicht hochgehen. Es fängt nur jetzt immer an zu wackeln. Hier liegt jetzt so eine Puppe rum. Aha, okay. Hier ist eine Tür aufgegangen. Puh, gut, das hat ein bisschen gedauert, bis wir das raus hatten. Aber schön. Ans Telefon konnten wir jetzt... Doch, ich glaube, wir nähern uns jetzt. Dem anderen Telefon. Aha. Oha. Jetzt sind wir hier oben. Okay. Auch nicht schlecht. Es kommt von da drin irgendwo. Ah ja. Wie war die Nummer? 363. Okay, jetzt müssen wir natürlich eine andere Nummer wählen. Welche Nummer soll... Okay, danke. 853. Schön, dass das Spiel unsere Fragen beantwortet. Okay, dann wählen wir jetzt die 8, die 5 und die 3. Ja.
Es klingelt woanders. Natürlich. Hä? Oh nein, hat sich jetzt wieder das... Ich hab schon gewählt. Vielen Dank. Du kannst dich verpissen. Es wäre jetzt lustig gewesen, wenn wir uns auf der anderen Seite gesehen hätten. Hier ist doch auch wieder irgendeine Zahl versteckt. Okay, jetzt gehen wir aber erstmal ans Telefon, würde ich sagen. Wo ist es? Müsste hier irgendwo... Irgendwo müsste es hier klingeln, ja. Die Kerze können wir nicht nehmen. It solves nothing. It never has. It never will. Ich glaube, das ganze Gebäude stürzt gerade zusammen. Jetzt können wir bestimmt da drüben die Zahl lesen. Ja. Ach, das war dann die Puppe, die da runtergefallen ist. 354. Okay. 354. 3. Ich frage mich, warum wir das hier machen. Mit dieser ganzen Telefoniererei. Es klingelt nicht. War das jetzt falsch? Nee. Wir sind wieder woanders. Oha. Boah, nee. Jetzt sind sie aber... Jetzt ist aber richtig am Abdrehen, unser guter Herr hier. Da wollte ich eigentlich dran gehen. Leute. Und jetzt? Wieder zurück, oder... Ah! Das war irgendwie keine Absicht, dass ich da runtergefallen bin. Jetzt sind wir wieder im Arbeitszimmer und das ist jetzt auch zerstört. Hier ist die Zahl ausgerissen. Aber hier steht jetzt das Telefon und klingelt. You deserve this. All of it. All of it. All of it. Okay. Okay. Ich nehme an, hier ist nichts Neues drin. Nee. Ich nehme an, jetzt wäre es mir ganz lieb, wenn wir den Raum wieder verlassen können, okay? Nö. Ach, guck mal. Was ist denn das? Nee, das ist nur die Schranktür. Ja, und jetzt? Was soll ich denn jetzt hier noch machen? Ich verstehe es nicht. Irgendwie komme ich jetzt irgendwie gerade nicht mehr mit. Das geht immer noch nicht. Ach so. I needed something to add the... How should I put it? Final touches. A finger. I needed a finger. Chopped it off. Easier than sawing a leg. Washed it. Dried it in an oven. Fell asleep. Almost burned it. Will I manage to pull this off? Na super. Wir haben einen Finger gefunden. Trial and Error. Nur Falschrum geschrieben. Versuch und Irrtum. Ja, da sind wir wieder. Wir haben das Kapitel beendet. Und es wird immer, immer stranger, wie ich finde. Ich verstehe immer weniger, muss ich ehrlich gestehen. Hier ist jetzt dieses komische... Es sieht aus... Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Seltsam. Gut, diese Nachricht hat wahrscheinlich mittlerweile, ja. Ich habe dich gehasst, selbst jetzt. Du musst es spüren. Verloren, allein, hoffnungslos. Endlich verstanden, du wirst immer den Kern der Wahrheit. Es gibt noch immer einen Ausweg, beende es. Gut, wir werden das Gemälde jetzt mal weiter vervollständigen.
Ja. Also ich glaube, meine Vermutung ist richtig, dass wir hier seine Frau, ob sie noch lebt, ich nehme nicht an, dass sie noch lebt, malen. Und so langsam bekomme ich das Gefühl, dass was wir hier finden, das ist auch von ihr. Ein Fundstück haben wir noch vor uns und darum werden wir uns dann in den nächsten Parts kümmern. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dann. Ciao.